Hallo, Herr Sommer. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Und dann gleich vielleicht zur ersten Frage mit Ihrem neuen aktuellen Projekt Bibel2Go. Wie lange brauchen Sie ungefähr für eine Folge, für ein Buch der Bibel, wenn Sie das realisieren mit den Playmobil-Figuren? Ja, auch hallo von mir und vielen Dank, dass Sie Interesse haben. Wie lange brauche ich für ein Buch der Bibel? Das hängt ganz vom Buch der Bibel ab. Also am Anfang steht natürlich das Lesen. Das ist am zeitintensivsten. Meistens mache ich es so, dass ich mir zuerst mal das biblische Buch im Audiobook anhöre tatsächlich und dann zum Buch bzw. E-Book greife. Und dann setze ich mich freitags hin und schreibe ein Skript. Das dauert mal länger, mal kürzer. Also ich habe jetzt schon mit Freude festgestellt, dass das Buch Ruth nur ein paar Seiten lang ist. Das wird relativ schnell gehen. Und es ist vor allem eine Geschichte, wo man nicht groß entscheiden muss, wer ist hier die Hauptfigur, was ist am wichtigsten. Wenn Sie sowas haben wie die Genesis, ist es eine große Herausforderung zu fragen, was lasse ich weg? Was ist hier das wirklich Essentielle, um möglichst nah an meine Zielmarke von 10 Minuten zu kommen? Dann suche ich mir meine Besetzung zusammen aus den Mitarbeitern, die sich hier so im Büro verteilen und suche mir Kulissen. Die müssen natürlich rechtefrei sein. Das ist manchmal auch ein relativ zeitaufwendiger Vorgang. Das alles nimmt mehr oder weniger den Freitag in Anspruch und montagmorgens ist dann mein Drehtag. Also da bin ich frisch ausgeruht vom Wochenende, meistens viel zu kurz geschlafen und versuche dann möglichst stotterfrei und ohne zu viele Äs meine Aufnahmen zu machen. Das dauert unterschiedlich lang, und meistens bin ich dann mittags fertig, inklusive Schnitt, so mit einem Video. Das geht dann an die Kollegen von evangelisch.de, die mir Feedback dazu geben. Ich mache dann noch Korrekturen, in der Regel Audiokorrekturen oder vielleicht kleinere Schnitte oder sowas. Und dann bin ich jetzt eine Woche im Voraus fertig, sozusagen. Am darauffolgenden Montag wird das dann veröffentlicht. Bisher habe ich das immer à la minute gemacht, aber es ist mir jetzt auch lieber, ein bisschen Puffer dazwischen zu haben. Was ist so immer das Schwierigste vielleicht ja, den kleinen Feinheiten irgendwie die Kulisse aufzubauen oder was ist die größte Herausforderung meistens dann beim Machen von so einem Video? Eine große Herausforderung ist natürlich, sich mit dem Ablauf vertraut zu machen. Also es ist eigentlich nichts anderes als Proben, was nötig ist. Je mehr Figuren Sie haben, je mehr Leute da platziert werden müssen auf einer bestimmten Position, desto mehr Koordination und desto mehr Probenaufwand erfordert das. Wenn es wenige Figuren sind, nur zwei, drei Figuren in einer Szene sozusagen, das ist sehr viel schneller gemacht. Also so viele Möglichkeiten gibt es dann da auch nicht. Ich muss ja immer mit dem Autofokus arbeiten. Dann ist eine Figur scharf in der Mitte und die anderen sind halt irgendwo im Hintergrund ein bisschen unscharf und so. Da habe ich mittlerweile eine relativ große Routine. Aber wenn es jetzt hier das ganze Volk Israel zu koordinieren gibt und dann noch eine Wolken- und Feuersäule, da ist man ganz schnell an den Grenzen seiner Arme angelangt. Wir sind ja gerade mit Figuren. Wie viele Figuren, also Sie haben vorhin gesagt Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn schon so bei Ihnen im Büro rumstehen? Ich habe tatsächlich länger nicht gezählt, aber es sind wohl so um die 1500. Und ist es dann immer ganz schwierig, dann die passenden Figuren eventuell zu finden? Also ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, im ersten Video war ja Noah so ein Holzfäller-Typ, war er ja auch Beruf Zimmerer und so ein bisschen. Und dann, also wie ist es da, dann nimmt man sich da so ein paar Freiheiten raus. Abraham sah aus wie eben der gute Sänger Abraham oder so. Also hat man da schon. Ah, da hatte ich gar nicht dran gedacht, aber sehen Sie, was für Assoziationen da eintreten können. Ja, genau. Ich mache ja viele Bücher, so habe ich schon verplaymobilisiert. Bei manchen ist es wirklich wichtig, dass man quasi historisch besetzt. Ja? Wenn das sehr in einer bestimmten Zeit verhaftet ist und das für die Geschichte eine wahnsinnig große Rolle spielt. Es gibt aber auch Klassiker, die eigentlich zeitlos sind. Ja? Natürlich, den Pharao von Ägypten muss ich natürlich mit pharaonischen oder ägyptischen Playmobil-Figuren besetzen, vor allem, weil es die gibt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber generell sehe ich es bei der Bibel so, dass ich versuche, eine möglichst bunte Besetzung zusammenzustellen, also jetzt beispielsweise auch von den Hautfarben her. Und auf diese Weise natürlich auch möglichst viele Menschen letzten Endes zu repräsentieren in diesen Geschichten, die für viele Menschen wichtig sind, völlig unabhängig von der Hautfarbe. Und das ist auch der Grund für die möglicherweise manche Menschen befremdende Erscheinung von Gott in meinen Videos. Also der ist ja, sieht ja ein bisschen, oder sie sieht ja ein bisschen speziell aus.
Also das ist durchaus absichtlich so, dass Kain und Abel ein bisschen rustikaler aussehen. Und ja, ich mache mir da viele Gedanken und verbringe viel Zeit damit, zu entscheiden, wer jetzt was spielt, sozusagen. Aber wie gesagt, es wird keine allzu klischeehaften Darstellungen geben in diesen Videos. Mein Ziel ist es ja durchaus auch einen anderen Blick auf diese Geschichten zu werfen, sodass man vielleicht noch mal anders drüber nachdenkt auch. Was, wenn Sie jetzt sagen, so einen anderen Blick und sowas, also was ist dann beim vielleicht jetzt neuen Entdecken der Bibel, auch über Audio oder so, was ist bei Ihnen da so aufgefallen bei den Bibelgeschichten, was Sie vielleicht vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, immer bei Geschichte um Moses oder Noah oder sonst irgendwas, was da jetzt so außergewöhnlich ist oder vielleicht ganz witziger Dreh noch gibt? Also zunächst mal, es ist das erste Mal, dass ich die Bibel jetzt von Deckel zu Deckel lese. Und klar kannte ich vorher die Highlights, ne? Bin christlich erzogen und regelmäßig zur Kirche gegangen. Da bleibt das ja hängen irgendwo, die wichtigsten Geschichten. Aber es gibt auch eine ganze Menge Geschichten, die aus Gründen nicht so besonders präsent sind im Gottesdienst oder im, weiß ich nicht, im christlichen Gemeindeleben, sag ich mal. Sehr befremdliche Geschichten, voller Gewalt und Inzest, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und von denen habe ich tatsächlich auch einige jetzt im ersten Buch Mose nicht erwähnt, sondern gesagt, okay, das ist eigentlich Stoff für die Erwachsenenversion. Das tue ich nicht, um zu zensieren, sondern weil ich mir gedacht habe, na, es ist eigentlich unangemessen, solche befremdlichen Stellen in einem Nebensatz zu erwähnen. Ja, sondern habe ich lieber gesagt, okay, damit beschäftige ich mich jetzt nicht, aber keine Bange, das hole ich nach. Also extra sozusagen, um die befremdlicheren oder irritierenderen Stellen auch darzustellen. Also, die Bibel ist eine sehr heterogene Geschichte. Da gibt es Geschichten, mit denen man heutzutage sehr viel anfangen kann, die bestimmte Werte vermitteln, wo alles klar ist sozusagen. Und dann gibt es sehr viele Stellen, die einfach irritierend sind, wo man sich denkt, um es mal ganz deutlich zu sagen, was zum Teufel hat sich Gott dabei gedacht, ja, dass er das so gemacht hat? Das versteht man nicht auf Anhieb. Da tun sich Theologen teilweise auch schwer mit. Und wenn man kein Theologe ist, sondern eben als Laie daran geht, natürlich umso mehr. Dann gibt es Stellen wie zum Beispiel die vielen, vielen Gesetze des Levitikus jetzt, ne, was gerade aktuell war, wo man sich denkt, also das Allermeiste davon ist für mich heute garantiert nicht relevant. Manche Sachen ja, sicherlich, an manchen Sachen gelten in Anführungszeichen immer noch, aber andere ganz entschieden nicht mehr. Ja, sind unsere Normen und Werte heute ganz andere als diejenigen zur Entstehungszeit. Damit muss man sich auseinandersetzen, ja, und hält einen Text auch lebendig letzten Endes. Was ich hier mache, ist auch eine Form von Auseinandersetzung, wenn auch nur eine ganz einführende oder ein erster Schritt sozusagen darin. Also wenn Leute daraufhin irritiert sind und die Bibel in die Hand nehmen und für sich selber nachlesen und möglicherweise sogar mit jemandem darüber sprechen, freue ich mich. Dann wäre alles gelungen sozusagen. Gibt es schon ein Buch oder eine Geschichte, wo Sie sich schon drauf freuen, sie umzusetzen, oder hat es die schon gegeben? Also ich freue mich sehr darauf, das Buch Ruth zu verfilmen. Das wird nicht so lange dauern. nee, also ich mag zum Beispiel sehr Lyrik, deswegen freue ich mich natürlich auf die Psalmen, auf den Psalter. Gleichzeitig wird es auch schwierig, weil da gibt es ja nicht eine Geschichte, sondern auch nicht so viele Figuren. Deswegen wird es eine Herausforderung, das in dieses Format zu bringen. Oder nehmen Sie sowas wie die Offenbarung des Johannes. Da geht es um sehr, sehr viele Bilder, sprachliche Bilder. Es wird eine Herausforderung sein, da die richtigen auszuwählen, beispielsweise. Ja, das ist in der Vorbereitung insbesondere nicht so leicht. Ja. Also, Sie haben mir jetzt gefragt, worauf ich mich besonders freue. Also, das sind jetzt eher so Herausforderungen. Natürlich so die üblichen Verdächtigen, ne? Die Bergpredigt und so, das finde ich schon ganz gut. Wobei ich auch sagen muss, da würde ich ja eher dazu neigen, jetzt das Original sprechen zu lassen, aber das ist ja nicht meine Sache, sondern ich versuche ja immer hier so ein bisschen bescheuert, immer jedes Mal ein Buch in ein Video zu bringen, egal wie viel in diesem Buch jetzt so vorkommt oder wie wichtig die Dinge sind. Jetzt vielleicht noch die Frage, wie kam es denn überhaupt zu dem Projekt, also Bibel to go? Also war das schon irgendwie so eine Sache, wo Sie mal schon überlegt hatten, das Buch der Bücher anzugehen? Oder kam das eher von der anderen Seite, von der evangelischen Kirche aus? Oder einfach mal, wie kam es zu dem Projekt? Also
Es gibt mehrere Antworten darauf. Eine Antwort ist, 2018 habe ich den Grimme Online Award erhalten und habe auf der Verleihungsveranstaltung den Portalleiter von evangelisch.de kennengelernt. Und wir haben uns unterhalten, zumal mich auch der Moderator auf der Bühne fragte, was ich denn noch so für Projekte in der Zukunft hätte, ob ich nicht bald mal alle wichtigen Bücher zusammengefasst hätte, habe ich gesagt, naja, die Bibel wäre dann schon noch da im Zweifelsfall, wenn man Beschäftigung braucht. Also da haben wir uns schon mal darüber unterhalten, über diese Idee, das ist aber auch schon über 2 Jahre her. Und auf der anderen Seite, wenn man sich mit Literatur beschäftigt und Kultur beschäftigt, dann wird man irgendwann bei der Bibel ankommen, weil sie einfach das Buch ist, das mit Abstand die meisten Spuren in unserer Kulturgeschichte hinterlassen hat. Wer die biblischen Geschichten nicht kennt, der wird sich mit sehr, sehr viel Literatur, mit den Wurzeln sozusagen, mit selbst nur sprachlichen Bildern, Formulierungen sehr schwer tun. Und die Tatsache, dass heutzutage in unserer Erziehung, in unserer Schule, aber auch in unserem Alltag natürlich eine immer geringere Rolle spielt, bedeutet auch, dass wir uns von unseren Wurzeln da auf eine Weise entfernen. Und mein Vorschlag wäre, die immer neu zu entdecken. Das wäre doch ganz schön so. Denn es ist ja ein Teil unserer Identität. Und ich glaube, selbst wenn man heute, sagen wir mal, nicht mehr so ganz christlich-fundamentalistisch unterwegs ist und da vielleicht einen lockereren Umgang mit dem Christentum hat, halte ich das für erstmal eine ganz gute Identität, von der man sich auch viel bewahren kann, der man auch kritisch gegenüberstehen kann. Aber um ihr kritisch gegenüberstehen zu können, müsste man sich ja auch mal damit auseinandergesetzt haben. Und ich habe jetzt von einer Kollegin tatsächlich gehört, dass sie ohne mein Zutun dieses Projekt zum Anlass genommen hat. Also Kollegin muss ich sagen, Entschuldigung, muss ein bisschen weiter ausholen. Ich arbeite auch als Lehrer. Ja, und diese Kollegin hat dann gesagt, sie liest jetzt die Bibel immer parallel zu meinem Video. Wow, okay, ja, super, das ist schön. Ihr anderes Projekt oder also das Ursprungsprojekt Sommers Weltliteratur to go gibt es jetzt schon mittlerweile seit 5 Jahren. Im Januar 2015, glaube ich, war das erste Video hochgeladen. Haben Sie damals damit gerechnet, dass das so einschlägt bei YouTube und dass das so gut laufen wird oder dass Sie dann auch kontinuierlich so weiter produzieren werden, Film auf Film? Also ich habe auf eine gewisse Weise sicher Glück gehabt. Im Oktober 2015 gab es, naja, eigentlich nicht vorher schon. Ich habe im Sommer 2015 Kontakt mit Reklam aufgenommen und die waren erstmal sehr offen dafür, das zu unterstützen. Und dann gab es im Oktober 2015 einen Artikel in der FAZ über das Projekt, so aus heiterem Himmel, ohne dass ich irgendwie davon wusste. Und das hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit nach sich gezogen. Man muss sagen, für YouTube ist es ein kleiner Kanal. Für einen kulturellen Inhalt ist es ein relativ großer Kanal. Ja? Also die wenigsten Leute versuchen irgendwie über eine längere Strecke hinweg wirklich Kultur zu vermitteln auf irgendeine Art. Sagen wir mal so, ohne eitel klingen zu wollen oder sowas, ich war ziemlich sicher, dass es einen Bedarf gibt, seriöse Literatur in einem unterhaltsamen Format zu verpacken. Auf der anderen Seite habe ich auch schon viele Sachen versucht und war mir sicher, dass sie eine gute Idee sind. Und die haben nicht alle so geklappt wie dieses Projekt. Also man muss einfach viel machen und dann klappt auch mal was in dieser Hinsicht. Und es scheint ja irgendwie einen Ton zu treffen, so dass Leute sich das anschauen. Und die Kombination ist irgendwie auch ganz interessant, offensichtlich. Also das habe ich aber auch erst herausgefunden, als ich es gemacht habe. Also die Kombination aus Kinderspielzeug, das nichts mit Kultur zu tun hat, mit ernsthafter Kultur zu tun hat. Und dieses Reibungsverhältnis macht die Sache irgendwie als der visuelle Köder und die platten Witze und die ernsthaften Inhalte machen die Sache irgendwie offensichtlich zu einer ganz guten Mischung. Wie viel Fanpost bekommen Sie von Oberstuflern, die sich freuen darüber, dass Sie ihnen die Weltliteratur einfach und verständlich erklären? Das Schöne ist ja, dass die Fanpost bei YouTube integriert ist in Form der Kommentarspalte oder Kommentarzeilen. Und da gibt es natürlich schon viele Kommentare. Die meisten sind positiv. Das ist sehr schön. Jetzt auch zur Bibel to go ist das allermeiste positiv. Dennoch kann man sich dem nicht entziehen, wenn auch kritische Stimmen dabei sind. Das trifft einen im Zweifelsfalle immer härter als die. Wissen Sie, wenn Sie 100 positive Rückmeldungen kriegen, das perlt dann irgendwie so ab und denken Sie, ja genau, so ist es, aber es hinterlässt nicht solche Spuren, wie wenn einer sagt, boah, wie kannst du nur, ist das scheiße, ja, letzten Endes.
Aber eigentlich kann ich wirklich sehr zufrieden sein, auch im Sinne von jetzt Hasskommentare oder sowas. Das hat bisher nur in sehr, sehr, sehr kleinem Rahmen stattgefunden. So. Okay, dann würde ich schon mal sagen, vielen Dank, Herr Sommer, für das Interview. Ja, vielen Dank für das Interesse und Ihnen noch einen schönen Tag, Edward Jack.